Sie ist wirklich hübsch. So einen hübschen Androiden habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Alles klar. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Sie werden immer mehr. Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Connor und Hank. Wir sind die Superdetektive. Viel Spaß mit der Folge. Yo, was geht, Hank, Bro? Ich bin wieder da. Android RK800. Mein Name ist Connor. Kleiner Spaß am Rande. So, Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test und ist der Gründer von Cyberlife. Okay. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Okay. Dun, dun, dun. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Okay, warte auf den Androiden. Elijah Kamsky, Cyberlife-Gründer. Mhm. Okay. So. Hübsches Mädchen. Aufwärts. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. So einen hübschen Androiden habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. So. Was gibt's hier noch Schönes? Analysieren. Amanda. Professorin für künstliche Intelligenz an der University of Cambridge. Was? Gestorben? 23.02.27? Die ist tot? What the fuck? Okay, strange. Sehr, 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 sehr komisch. Okay. Elijah empfängt sie jetzt. Dankeschön.
Minuten. Alles klar. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Der dreht jetzt noch seine Bahnen, Alter. Bei dir läuft. Alter, geile Aussicht. Okay. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Okay, sieht relativ komisch. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst.
faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten. Bist du? Ist selbst ein Abweichler. Ich bin ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Ja. Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Okay. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Na, Mann. Wir werden Brüder, Bruder. Oh, die Bruder. Upsala. Sorry. Ich bin ein echter Android. Spaß. So, also, dann wäre das bestimmt hier oben. Connor erschießt. Steht da, bestimmt Hank tötet Connor. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Recht für alle Androiden. Spaß. Okay, also wir sind jetzt wieder mit Marcus unterwegs und ja. Ja, ich habe die letzte Mission verkackt. Und ja, jetzt sind alle auf mich sauer. Vor allem ja, mein Babe. Da ist er. Hab mich gefragt, wo du bist. North. Ich wollte nur mal allein sein. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Oh ja. Du hast recht. Du wirkst nachdenklich. Bin ich auch. Ich war gestern in Panik. Wir hätten siegen müssen. Ich kann mir solche Fehler nicht leisten. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Schöne Geschichte. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen.
Warum hasst du Menschen so sehr? Das muss einen Grund haben. Ich sagte doch, ich will nicht drüber reden. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Oh. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Juhu! North! Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Jericho, bewundert. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Okay. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ja. Du bist frei. So, gibt's noch welche? Androids. Du bist komm mit uns. Vielleicht geht es da. So. Du bist jetzt wach. So schön. Du bist frei. Du bist frei. Kommt, meine Androiden-Freunde. Ich muss die Straße blockieren. Let's go. Er hat seine Wahl getroffen. Okay, wo haben wir noch ein paar Androiden? Oh, hier haben wir auch noch einen. So, bist du auch bist frei. So. Okay. Und öffne den Kanaldeckel. So. Geht doch. Ups. Perfekt.
Einmal. Zweimal. So. So, dann wandeln wir weitere um. Du bist jetzt frei. Alter, ich... Ah, nice, nice. Gib ihm. Ich hol alle her. Wir werden immer mehr. So was habe ich noch nie gesehen. Was zur Hölle macht ihr hier? Wir demonstrieren. Auseinander! Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Freiheit! Hier sind eine Menge Androiden. Hunderte. Tausende. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan und wir wollen auch niemandem etwas tun. Ja. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Ich
letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Nicht schießen! Nicht schießen! Wir werden gehen. Bestätige. Auf meinen Befehl! Folgt mir! Der einzige Weg, Alter. Der hat uns getötet. So, ihr denkt, ihr könnt einfach so schießen? Wir haben nichts getan. Das ist die Rache. Bitches. Okay, Leute. Ich hatte keine andere Wahl, wir wären alle getötet worden. Haben wir gesiegt? Wir haben gesiegt. Okay, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Schaltet doch bei der nächsten Folge wieder ein. Ciao.